fehlen natürlich schon die Bodenwellen und solche Dinge, die man normalerweise spürt im Rennauto. Von dem Geschwindigkeitsgefühl und von dem Realismus der Fahrzeuge muss man sagen, Mords Entwicklung in der E-Games-Geschichte kommt schon ziemlich nah an die Wirklichkeit heran. Natürlich ist es so ein bisschen entgegengesetzt dem, was man sonst im Auto fühlt, aber es ist halt wirklich eine Simulation und das funktioniert, das kann man nicht anders sagen. Ja, definitiv. Also vor allem, wenn du jetzt mal irgendwo hinfährst, sagen wir jetzt mal, wir würden nach Bathurst zum 12-Stunden-Rennen wollen, dann könnten wir da zumindest natürlich auf dem Simulator schon mal die Streckenführung kennenlernen. Danach ging eigentlich nichts mehr. Also mit den Slicks auf Schnee, Regen, da war eigentlich relativ klar, das wird abgebrochen. Und dann bin ich auch in die Box reingekommen, wollte dann eigentlich noch auf Regenreifen, Winterreifen wechseln. Und dann war aber schon rot. Ja gut, was soll man sagen, ist halt die Eifel. Wir haben ja schon mit viel gerechnet hier. Dass es so hart kommt mit Schnee, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Meine Tochter ist 18 geworden und ja, die hat Benzin im Blut und wir wollten das einfach mal erleben und die AWI hat es möglich gemacht. Seit gestern haben wir Unglaubliches erlebt, einfach Rennen pur, Teams pur, Autos pur und die Taxifahrt war das absolute Highlight. War für uns ein Erlebnis, glaube ich, was wir die nächsten Monate und wahrscheinlich sogar Jahre gar nicht vergessen werden. Und wir können nur sagen, danke, war ein toller Event, ja super, einfach nur schön.